Bin ich gut genug? Bist du gut genug? In diesem Video lernst du mit Selbstzweifeln umzugehen und dabei stärker zu werden. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Michael von Jetzt Selbstsicher.de. Bin ich gut genug? Ja, das ist so eine Frage, die wir uns häufig stellen. Manchmal auf eine bestimmte Situation bezogen, auf eine bestimmte Fähigkeit bezogen, manchmal aber auch ganz generell, bin ich überhaupt gut genug? Und egal wie bewusst du dir diese Frage stellst, aus dem Coaching heraus weiß ich, dass viele Menschen so eine Art Kernglaubenssatz hat, also eine tiefe innere Überzeugung über sich selbst, die da lautet, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht gut genug für oder ich bin nicht gut genug geliebt zu werden, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, ich bin nichts wert und ähnliche tiefe Glaubenssätze, die uns manchmal gar nicht bewusst sind, die aber natürlich unser ganzes Leben beeinflussen, weil alle anderen Gedanken über uns selbst, über das, was wir können, über unseren Umgang mit anderen, dadurch geprägt sind. Und ja, erstmal, das ist unsere moderne Denkweise seit der Aufklärung, ja, erstmal, jeder Mensch ist wertvoll, auch du bist wertvoll, genau wie jeder andere auch, und du hast auch das Recht dazu, und es gibt absolut keinen Grund daran zu zweifeln. Okay, diese Aussage nützt dir jetzt leider nicht viel, weil nur weil ich das gesagt habe, heißt es noch nicht, dass es deine Sache verändert. Aber was kannst du tun? Und da gibt es natürlich viele Sachen, um an deinem Selbstwert zu arbeiten. Und den ersten Schritt, den ich dir dringend empfehle, der immer wieder bewiesen wurde auch und den ich immer wieder dir nahelege, ich habe auch ein Produkt dazu, das ist ein Selbstwertjournal zu führen. Das heißt, dass du dir jeden Abend aufschreibst, was sind deine Leistungen, was ist gut gelaufen an dem Tag, wofür bist du dankbar, was waren schöne Momente, was hast du geschafft und all diese Dinge. Warum ist das sinnvoll? Ganz einfach, weil wir normalerweise abends mit Gedanken ins Bett gehen, wo wir denken, oh Gott, das habe ich nicht geschafft und das muss ich gleich morgen machen, da muss ich noch dran denken, oh Gott, der war aber heute schlecht gelaunt, das hat nicht funktioniert und so weiter. Das heißt, wir fokussieren uns sehr, sehr häufig auf die negativen Gedanken und gehen womöglich mit denen schlafen. Und wenn wir da dran denken, vor wir schlafen gehen, dann wird das im Traum verarbeitet und auch noch verstärkt. Wenn wir dagegen lernen, uns zu fokussieren auf die positiven Dinge, und deswegen führe dieses Erfolgsjournal nicht irgendwann am Tag, sondern möglichst kurz vor dem Zu-Bett-Gehen, schreib dir da die positiven Dinge auf und denke wirklich an die positiven Dinge. Dann werden die im Traum verstärkt, sinken in dein Unterbewusstsein, verstärken das sich dort und werden damit automatisch dein Selbstwertjournal, Selbstwertjournal, so heißt auch mein Produkt dazu, deinen Selbstwert steigern und dein Selbstwertgefühl verbessern. Und das empfehle ich dir, das wünsche ich dir, alles Liebe dabei, alles Gute dabei, dein Michael von Jetzt Selbstsicher. Also führe ab sofort jeden Abend dein Selbstwertjournal. Wenn du möchtest, kannst du auch von mir ein Selbstwertjournal erwerben, du findest den Link hier unten drunter. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal und lade dir dein kostenloses Buch 5 Zaubertricks für dein Selbstbewusstsein herunter. Es ist eine gute Ergänzung zum Selbstwertjournal.